Hallo, ich bin der Thomas. Wir sind hier bei der Firma Frickwehr. Ich möchte euch heute mal an dem T-Rex 250 DFC zeigen, wie man das 3GX noch einbauen könnte. So habe ich hier den 250er und das 3GX habe ich jetzt entgegengesetzt der Zeichnung andersrum eingebaut. Ich hole es mal gerade vor. Der Kabelschrank ist praktisch jetzt hinten. Und hier vorne ist die gerade Fläche. Die Kabel werden dann von hinten eingeführt, auf beiden Seiten. So hat man den Vorteil, dass man vorne am Motor Platz hat. Praktisch dann hier. Der Regler wird dann später einfach von unten an die Mechanik mit einem Doppelklebeband befestigt. Je nach Empfänger kann man ihn an der Seite noch dranhängen.